Servus, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem Alpin-Tutorial erkläre ich euch heute, was ihr an Hardware und Bekleidung für eine Hochtour braucht. Die verschiedensten Touren und Schwierigkeiten erfordern unterschiedliches Schuhmaterial. Je anspruchsvoller die Tour ist, desto fester und torsionssteifer sollte die Sohle sein. Wir unterscheiden drei Kategorien. Kategorie AB, Bergwanderschuhe für Wanderungen und einfache Hochtouren. Kategorie BC, bedingt steigeisenfeste Bergschuhe für einfache bis mittelschwere Hochtouren mit Sohlenrand hinten für eine Kipphebelaufnahme von Steigeisen. Kategorie D, voll steigeisenfester Schuh für anspruchsvolle Hochtouren und Kälte mit Sohlenrand vorne und hinten für vollautomatische Steigeisen. Steigeisen sind auf Hochtour elementar. Sie sind die Verbindung zwischen dir und dem Berg und müssen absolut fest an deinem Schuh sitzen. Ein alpines Steigeisen besitzt 12 Zacken, bestehend aus Vertikalzacken und Frontalzacken. Je nach Anwendungsbereich liegen die Unterschiede bei Steigeisen in der Geometrie der Zacken und den verschiedenen Bindungsarten. Die sogenannte Softkorb-Korb-Bindung kennzeichnet sich durch einen Softkorb vorne und einen Fersenkorb hinten und lässt sich dadurch auf nahezu jeden Berg- bzw. Wanderschuh montieren. Diese Steigeisen eignen sich für leichte Unternehmungen wie einfache Gletschertouren oder einfache Firn- und Schneefelder. Nimm dir zu Hause etwas Zeit für eine ordentliche Anpassung an deine Schuhe. Überstehende Riemen solltest du kürzen. Sehr verbreitet, aber auch sehr universell einsetzbar, sind Steigeisen mit einer sogenannten halbautomatischen Bindung. Diese haben vorne ein Körbchen und hinten einen Bügel mit Kipphebel. Halbautomatische Steigeisen passen auf sogenannte bedingt steigeisenfeste Hochtourenschuhe, welche eine für diesen Steigeisentyp vorgesehene Fersenpartie aufweisen. Der Anwendungsbereich ist die klassische Hochtour bzw. kombinierte Bergtouren mittleren Anspruchs. Für anspruchsvolle Hochtouren bis hin zu Eisklettereien empfiehlt es sich, ein vollautomatisches Steigeisen zu wählen. Die Bindung setzt sich hier aus einem Metallbügel vorne und einem Kipphebel hinten zusammen. Unterschiede gibt es auch in der Geometrie der Frontalzacken. Liegende Zacken sind komfortabel und stabil genug für Schneefelder oder Schneekolors oder auf einfachen Gletschertouren. Für alle anspruchsvolleren Unternehmungen empfehle ich ein Steigeisen mit stehenden Frontalzacken, da diese auch in härterem Schnee oder Eis Halt bieten. Eine Anti-Stollplatte ist an jedem Steigeisen Pflicht. Diese verhindert das Anstollen, also das Festkleben des Schnees. Stollen an den Steigeisen sind besonders im Abstieg gefährlich, da man leicht ausrutschen kann. Ein Tipp von unserer Seite: Die Zacken der Steigeisen sollten regelmäßig mit einer Handfeile nachgefeilt werden, keinesfalls aber mit der Flex- oder Schleifmaschine. Die Gefahr des Ausglühens wäre dabei zu hoch. Die Zacken könnten brechen. Wer ein Steigeisen für alle oder möglichst viele Anwendungsbereiche sucht, der sollte ein relativ technisches Steigeisen mit flexiblen Bindungsvarianten wählen. So lässt sich das Steigeisen auch auf verschiedene Schuhtypen montieren und wird von der Gletscherwanderung bis zur moderaten Eiskletterei bestehen. Der Liebling des Bergsteigers ist der Eispickel. Hier wird die traditionelle gerade und die technische gebogene Schaftform unterschieden. Je technischer und anspruchsvoller eine Tour ist, desto gebogener sollte die Schaftform sein. Die Länge des Pickels hängt von der Körpergröße ab. Am langen Arm hängend sollte er in etwa den oberen Schuhrand erreichen. Handschlaufen sind am Pickel nicht zu empfehlen, da in Kehren oder bei Stürzen schnelle Handwechsel möglich sein müssen. Ich verwende am liebsten einen eher technischen Eispickel. Achte darauf, dass der Pickel nicht so leicht ist und der Kopf einen guten Zug hat, damit du ihn auch in härteres Eis schlagen kannst. Für Hochtouren kannst du einen normalen Klettergurt verwenden oder einen speziellen Hochtourengurt. Ein Hochtourengurt lässt sich komfortabel im Stehen mit Steigeisen anziehen. Zudem ist er klein packbar und sehr leicht. Beim Kauf eines Gurtes solltest du darauf achten, auch mit hochtourentauglicher Bekleidung durch die Beinschlaufen zu passen. Materialschlaufen sollten links und rechts vorhanden sein, um das nötige Material zu verstauen.
Ein Helm kann für viele Hochtouren notwendig sein und hängt stark von der gewählten Route ab. Aufgrund des Anstiegs von Stein- und Eisschlag durch zunehmende Erwärmung in den letzten Jahren solltest du den Helm lieber einmal zu oft mitnehmen. Der Petzl Scirocco ist mit seinen 170 Gramm der ideale Hochtourenhelm und im Zweifelsfall immer mit dabei. Eine vernünftige Stirnlampe inklusive Batterien gehört zur Grundausstattung. Viele Touren erfordern einen Aufbruch in der Dunkelheit und manchmal dauert es auch einfach etwas länger. Das kann ohne Stirnlampe sehr ernst werden. Ein Hochtourenrucksack sollte 35 bis 40 Liter fassen und Befestigungsmöglichkeiten für den Pickel haben. Je einfacher und schnörkelloser ein Rucksack ist, desto besser. Probiere den Rucksack auf jeden Fall beim Kauf mit ca. 10 Kilo Gewicht am Rücken aus. Funktionelle Outdoor-Bekleidung im Zwiebelschalenprinzip bietet dir maximale Flexibilität, um für alle Temperaturen und Wetterverhältnisse gut gerüstet zu sein. Gletscherbrille, Sonnencreme und Sonnenhut sind genauso Pflicht wie eine warme Jacke, Handschuhe und Mütze. Das Wetter kann sich im Gebirge sehr schnell ändern. Darauf solltest du vorbereitet sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf unseren YouTube-Channel vorbei. Wir haben noch einen Haufen andere interessante Themen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in die Berge.